Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Lang gespielt. Aim Hero ist das heutige Steam-Spiel, was angetestet wird und sieht relativ leicht auch oder simpel aufgebaut aus. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wir haben verschiedene Maps anscheinend. Classic Aim Training, Strafing Target Training, Pentakill Training, Simple Aim Training, Reflex Aim Training und Fast Aim Training. Wir machen einfach mal Classic und hier sehen wir halt, welche Map wir auswählen können. Anscheinend erstmal nur eine hier. Hier gibt es ein paar mehrere. Und der Skill, Low, Medium oder High. Wir lassen auf jeden Fall auf Medium. Aber ich sage, starten wir doch einfach mal. Und wir haben R gedrückt, um das Training zu starten. Ah ja, okay, wir sollen... ups. Einfach nur Zielscheiben abschießen. Das Fallenkreuz ist relativ klein, das ist in Ordnung. Also relativ präzise auch. No, 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 no. So. Okay, die gehen einmal größer, einmal kleiner. Und dann verschwinden sie erst. Oben haben wir irgendwie echte Zahlen, da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keine Zeit drauf zu gucken. Oh, hier werden aber schneller und größer und kleiner. Wow. Ja, einige verschwinden immer wieder. Ich kann jetzt auch nicht alle erwischen. Oh, ich habe nur 4 Leben, 3 Leben. Oben rechts seht ihr das her, steht das her. Jedes Mal, wenn so ein Ding weggeht, dann habe ich verliere ein Leben. Boah, krass. Okay, Accuracy ist die Zielsicherheit 81%, 0,52 Sekunden für jeden Hit gebraucht. Insgesamt 155 Schüsse, 126 habe ich getroffen, 29 habe ich gemisst und 114, was heißt die in der Mitte? Ich glaube, so viel habe ich Total Shots, Hits. So viel Zielsicht habe ich getroffen, oder? Genau, ja. So, das wäre das erste Training. Dann gehen wir mal zum nächsten Traffic Target Training. Gucken wir mal, was das ist. Oh, okay. Am Arsch! Okay, ich hab... ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe dafür. Alter, ohne Scheiß, ich hasse dich. Soll ich das nochmal neu starten? Total die Verarsche. Theoretisch muss man nur auf einer Linie bleiben, weil es nur rechts und links geht, ist ja relativ einfach noch. Oh ja, das ist schon echt hart. So schnell sich bewegende Ziele ist schon krass. Gut, der hat 20 Schüsse getroffen. Ach, guck mal, ich habe da oben eine Zeit. Das ist ja 145 Sekunden. So viel Zeit habe ich. Boah, nee, das ist mir echt zu doof. Penta. Muss ich mich jetzt bewegen? Wow, alles klar. Okay, dann treffe ich nicht mehr ganz so gut. Ah, ich bin leer! Warum war ich denn leer? Vielleicht habe ich nur bestimmte Schussanzahl für pro Level. Kann sein. Oh, noch getroffen. Nice. Ja, Penta ist halt 5, ne? Das kennt man ja aus anderen Spielen. Pentakill oder ähnliches. Fünffach-Tötung. Und hier kommen halt immer 5 Zielscheiben, die man halt immer nacheinander abschießen muss. Okay. Keine Schüsse mehr dafür übrig gehabt. Also ein paar mehr Schüsse als 5 hat man wohl. Na, verdammt. Ja, so ein kleines Zieltraining halt, ne? Auch nicht so schlecht.
nicht so schwer, der wirklich alle auf einer Linie sind. So, eins mache ich noch, dann... Ach du Kacke. Dann probiere ich die anderen aus, das ist simpel. Okay. Kommen wir wieder raus und gehen zurück. Okay, nicht getroffen. Können wir mal, wir wissen ja immer, die kommen nochmal zurück, deswegen ist es jetzt nicht ganz so schwierig. Wow, alles klar. Coole Musik auf jeden Fall. Der war close, der wäre fast wieder zurückgeflogen. Dann hätte ich nicht getroffen. Ja, kann man halt ein bisschen üben. So wie gut man mit dem Zielen ist. Aber dann sind schon kleinere Ziele. So, Reflex. Okay, so da habe ich auf jeden Fall die zu schwache Maussensitivität dafür. Weil ich brauche allein schon ewig bis dahin. Und ich habe keine. Warte mal. Bisschen mehr Mausplatz hier lassen. Auf jeden Fall die Sensitivität. Immer ganz, ganz kurz. Hier irgendwo konnte man das einstellen. Maussensitivität. Haben wir auf 4 oder so. Game CSGO oder Overwatch. What? Ach guck mal, man kann sogar Overwatch-mäßig. Das Spiel anscheinend gestalten. Naja, oder auch nicht. Oh, das ist ja schlechter geworden. Ups. Man muss hier wohl empfindlicher einstellen, so auf 1 oder so. Was ist das denn? Oh, auf 10. Gibt's 10? Geht 10? Mal gucken. Ah, ich glaube, das ist schon das Maximum, was ich vorhin hatte. Also in die Richtung komme ich, allerdings treffe ich nichts. Nicht viel zumindest. Alter. Und wenn ich das Gefühl habe, ich treffe es, dann habe ich es angeblich nicht getroffen. Krieg das mal an, ich schieß doch gefühlt immer drauf, oder? Na okay. Nicht so einfach. Okay, leck mich. Und Fast Aiming. Schnelles Zielen. Aber jetzt bleiben die stehen, das freut mich ja schon mal. Wie die zerschellen, das ist schon ein ziemlich geiles Gefühl. Und ein geiles Geräusch. So, ich darf anscheinend nicht so viel Fehler machen. 80% Hitrate habe ich gehabt. Alles gut. Alles gut. So, ja, das war's angespielt gewesen zu Aim Hero. Kann man so ein bisschen aimen, wenn man das möchte. Warum auch immer, aber Overwatch nicht dann dran kam, obwohl ich es ausgewählt hatte. Na jo, gut. Macht jetzt aber auch nicht so viel Unterschied, glaube ich. Ja, Aim Hero ist angespielt, damit war es das gewesen. Auf Steam gibt es das Spiel in der Videobeschreibung. Der Link dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.